Hallo ihr Lieben, heute habe ich für euch einen Kuchen, der mein Schlemmerherz im Sturm erobert hat. Wir haben hier einen extrem saftigen und schokoladigen Kuchen, der im Inneren eine Kirschfruchteinlage und einen richtig cremigen Vanille-Cheesecake versteckt. Diese Kombination ist einfach nur der Hammer und somit hat es dieser Kuchen in meine persönliche Top-10-Liste geschafft. Der Anschnitt sieht einfach so toll aus und man schmeckt mit jedem Biss die einzelnen Komponenten heraus. Die Zutaten haben die meisten von euch bestimmt auch schon zu Hause. Legen wir also direkt los mit der Zubereitung. Wir starten mit der Cheesecake-Füllung und dafür braucht ihr 250 Gramm Magerquark, 250 Gramm Mascarpone, ein Ei, eine Packung Vanillepuddingpulver, 100 Gramm Frischkäse, 70 Gramm Zucker, 50 Milliliter Sahne, einen Teelöffel Vanillepaste und ca. einen Teelöffel Zitronenwasser. Fügt alle Zutaten für den Cheesecake in eine Rührschüssel und verrührt alles miteinander, bis ihr eine cremige und klumpenfreie Masse erhaltet. Das geht wirklich ganz schnell und hierfür benötigt ihr auch keine Küchenmaschine. Die fertige Cheesecake-Füllung stellt ihr dann bis zur Weiterverarbeitung einfach zur Seite. Sie muss also nicht gekühlt werden. Jetzt bereiten wir den Schokoteig zu und dafür braucht ihr 150 Gramm Mehl, jeweils 180 Gramm Zucker und weiche Butter, je nachdem wie schokoladig der Teig sein soll, 20 bis 30 Gramm Kakaopulver, 3 Eier, 2 bis 3 Esslöffel Milch und einen Teelöffel Backpulver. Als erstes schlagt ihr die weiche Butter gemeinsam mit dem Zucker auf höchster Stufe eurer Küchenmaschine oder eures Mixers auf, bis die Butter deutlich heller und richtig schön cremig geworden ist. Bei mir dauert das ca. 3 bis 4 Minuten und ich empfehle euch an der Stelle auch einen Flachrührer zu benutzen, da wir nicht zu viel Luft reinschlagen wollen. Wenn die Butter dann diese Farbe und Konsistenz erreicht hat, fügt ihr die zimmerwarmen Eier hinzu. Es ist wichtig, nicht alle Eier gleichzeitig einzurühren. Fügt somit zuerst das eine Ei hinzu und rührt alles bei mittlerer Stufe ca. eine halbe Minute unter. Fügt dann das nächste Ei hinzu und wiederholt den Schritt, bis alle drei Eier untergerührt worden sind. Ihr kennt das ja bestimmt bei vielen Teigen, dass sich nach der Zugabe der Eier kleine Butterflöckchen bilden. Die lösen sich zwar wieder nach der Zugabe der trockenen Zutaten auf, aber wir wollen von Anfang an einen richtig cremigen Teig. Rührt die Eier also so lange unter, bis ihr eine cremige Konsistenz erhaltet. Hier könnt ihr sehen, wie schön cremig das Ganze geworden ist und wir haben keinerlei Butterflöckchen in unserer Masse. Und an diesem Punkt siebt ihr jetzt alle trockenen Zutaten über eure Schüssel und verrührt alles bei niedrigster Stufe nur so lange, bis ihr einen glatten Teig erhaltet. Fügt dann die Milch hinzu und verrührt den Teig nochmals für ca. 10 bis 15 Sekunden. Der leckere Schokoteig ist jetzt fertig und riecht schon mal fantastisch. Den stellt ihr jetzt erstmal zur Seite. Für die Kirschgrütze benötigt ihr das Wasser und die Kirschen von einem Glas Sauerkirschen, dazu noch 30 Gramm Zucker und 25 Gramm Speisestärke. Kocht das abgetropfte Wasser der Sauerkirschen in einem kleinen Topf auf und fügt den Zucker hinzu. Hebt euch vorher ein wenig von dem Wasser auf und verrührt es mit der Speisestärke, bis sie klumpenfrei ist. Fügt die Stärke dann unter ständigem Rühren hinzu und lasst das Ganze bei mittlerer Hitze eindicken. Wenn die gewünschte Konsistenz erreicht ist, fügt ihr noch die Kirschen hinzu, rührt sie unter und stellt es erstmal zur Seite. Ich habe den Boden meiner Springform mit einer Lage Backpapier ausgelegt und die Ränder mit Backtrennspray besprüht, damit die Backpapierstreifen daran haften bleiben. Macht das unbedingt, da die Ränder eures Kuchens nach dem Backen dadurch ganz einfach von der Form gelöst werden. Füllt die Hälfte des Schokoteigs in eure Form und streicht erstmal alles schön glatt. Dann kommen die gekochten Kirschen darauf und werden ebenfalls vorsichtig glatt gestrichen. Jetzt verteilt ihr die Cheesecake-Füllung auf euren Kirschen und streicht auch hier alles schön glatt. Jetzt habe ich den restlichen Schokoteig in einen Spritzbeutel gegeben und in Tupfen nah beieinander auf den Kuchen gespritzt. Das sieht erstmal wie ein Zupfkuchen aus, aber der Teig wird sich beim Backen verteilen und den Kuchen komplett bedecken. Der Grund, wieso ich das auf diese Weise gemacht habe, ist einfach, dass der Teig sich auf der relativ flüssigen Cheesecake-Masse nicht hätte verstreichen lassen. Falls euch das Muster aber gefallen sollte, könnt ihr auch große Teigkleckse mit mehr Abstand zueinander auf den Kuchen verteilen und zum Schluss erhaltet ihr dann eine Optik wie bei einem Zupfkuchen. Ich wollte aber einen komplett eingedeckten Kuchen, um ihn zum Schluss dann noch besser dekorieren zu können.
Um eine relativ glatte Oberfläche zu erhalten, habe ich noch meinen Finger mit Wasser befeuchtet und die Spitzen der Teigtupfen platt gedrückt. Der fertige Kuchen kommt jetzt in den gut vorgeheizten Ofen ins untere Drittel und muss ca. 55 Minuten gebacken werden. Ihr müsst bedenken, dass wir hier sehr viel Masse und mehrere Schichten übereinander haben. Es ist also sehr wichtig, dass der Kuchen komplett durchbacken kann. Macht vorher auf jeden Fall die Stäbchenprobe in der Mitte eures Kuchens, da diese Stelle am längsten zum Durchbacken benötigt. Nach der Backzeit lasst ihr den Kuchen erst vollständig auf Raumtemperatur abkühlen. Der Kuchen braucht eine Ruhezeit von mindestens 4 Stunden, aber am besten serviert ihr ihn erst am nächsten Tag. Löst ihn aus eurer Form und platziert ihn auf euren Servierteller. Ich habe dann noch 100 Gramm Vollmilchkuvertüre geschmolzen, in einen Spritzbeutel gefüllt und in Streifen auf den Kuchen gespritzt. Die Ränder habe ich mit der restlichen Kuvertüre bestrichen und 50 Gramm kleingehackte Vollmilchschokolade darauf verteilt. So sieht der fertige und unglaublich leckere Kuchen aus. Der Schokoteig ist richtig schön saftig und hat eine tolle Konsistenz. Dazu kommen die Kirschen und der extrem leckere Cheesecake, der ein richtig vanilliges Aroma hat. Diese Kombination ist einfach nur der Hammer und ich finde, dass der Kuchen optisch auch richtig was hermacht. Vor dem Anschnitt sieht er vielleicht etwas unscheinbar aus, aber wenn man dann ein Stück von dem Kuchen auf dem Teller stehen hat, sieht man, was für eine Leckerei sich im Inneren verbirgt. Die einzelnen Schichten sind richtig schön zu erkennen und passen perfekt zueinander. Wir waren alle hin und weg von dem Geschmack und den Kuchen wird es bei mir garantiert noch ganz oft geben. Der Kuchen sollte gekühlt aufbewahrt werden, aber damit sich alle Geschmäcker beim Essen vollends entfalten können, rate ich euch, den Kuchen eine halbe Stunde vor dem Servieren aus dem Kühlschrank zu nehmen. Probiert das Rezept mal aus und schreibt mir, wie es euch gefallen hat. Schickt mir dann auch gerne eure Bilder über meine Instagram-Seite, damit ich sie mit euch teilen kann. Den Link findet ihr in der Infobox. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen, würde mich sehr über einen Daumen hoch und ein Abo freuen und beende das heutige Video mit euren tollen Fotos. Nächste Woche geht es weiter mit einem neuen Rezept. Ich hoffe, dass wir uns dann wiedersehen. Bis bald!